Die Deutschen starten ins Turnier. Das lange Warten hat ein Ende. Jetzt gibt es Barbecue, heiße Spiele und kalte Getränke. Man hat was zum Anschauen im Fernsehen. Und zwar Drama und Action. Den Fans bleibt das Herz doch stehen. Doch egal, ob ihr privat oder öffentlich guckt. Er macht den Bus und Torjubel nicht die Knöchel kaputt. Guck mal, der fliegende Holländer. Die Favoriten am Boden. Hoffentlich kriegen wir noch mehr von diesen Spielen geboten. Da werden Träume wahr. Und da werden Helden geboren. Was zeichnet unsere Mannschaft aus in ihrer jetzigen Form? Maximaler Wille, ein Herz, viel Leidenschaft. Und alle drücken Daumen, dass mit dem Erstdreier klappt. Der Kapitän ist an Deck. Jetzt wird das Segel gesetzt. Also haltet den Kurs. Und haut das Leder ins Netz. Wir wollen einen Auftakt. Nach Maß. Bitte macht es noch einmal. So wie in den letzten drei Partien gegen Portugal. Das ist ein großes Team, das super Konter spielt. Behaltet sie immer im Auge und besonders ihn. Denn auch der Weltfußballer ist für die Begegnung wieder fit. Ich hoffe, guckt danach so wie seine Kollegen aus Madrid. Jetzt geht es los. Der Countdown läuft. Gleich ist hier Anpfiff. Wir bauen auf euch. Und die taktische Aufstellung scheint zu stimmen. Hallo. Es werden 11 Spieler beginnen. Es ist soweit, ey, wir rasten aus. Wir fiebern mit durch die Ups und Downs. Der Ball muss rein und die Arme rauf. Bitte, bitte bringt uns den Pokal nach Haus. Fußball-WM, Leute, was ein Traum. Wir gehen mit euch durch die Ups und Downs. Es ist Sommerzeit, tanzt sie aus. Bitte, bitte bringt uns den Pokal nach Haus. Yeah. Blumentopf. Was für ein herrlicher Abend, yeah. Besser kann man nicht starten. Gleich zum Auftakt, stärksten Gruppengegner geschlagen. Und das Erfolgsrezept bei dem Experten bekannt. Herr Scholl, bitte. Ein frühes Tor schießen, egal wann. Genau. Und die Chance war gleich da in der 8. Minute. Kedira auf das leere Tor. Alter, mach doch die Bude. Pereira hält Götze. Der Elfer ist klar. Müller verwandelt eiskalt mit seinen Nerven noch stark. Dann unser Captain mit der Nummer 16 mit einem super Tackling. Yeah. Schüsse von Nagy sollte man niemals unterschätzen. Genau. Mesut Özil auf Götze. Oh, das gibt eine Ecke. Dann mit Mats Hummels ab. Tor. Mann, du bist der Beste. Ganz Deutschland am Toben. Was ein Megaspiel. Portugal am Boden. Nur Pepe fliegt. Und Müller zeigt, wie wichtig er für unsere Mannschaft ist. Weil er knapp vom Pfiff noch einen in die Maschen drischt. Yeah. Auf der einen Seite Jubel. Auf der anderen Leid und Trauer. Ronaldo scheitert an der Ein-Mann-Mauer. Und für die Portugiesen kommt's noch schlimmer. 4:0. Drei davon von Thomas Müller. Was ein Auftakt. Was für ein Start ins Turnier. Ein Gruß von den Reportern in das Mannschaftsquartier. Und das Schlusswort hat der Kapitän Philipp Lahm. Wir sind noch lange nicht am Ende. Doch der erste Schritt ist getan. Yeah. Es ist soweit, ey, wir rasten aus. Wir fiebern mit durch die Ups und Downs. Der Ball muss rein und die Arme rauf. Bitte, bitte bringt uns den Pokal nach Haus. Fußball-WM, Leute, was ein Traum. Wir gehen mit euch durch die Ups und Downs. Es ist Sommerzeit, tanzt sie aus. Bitte, bitte bringt uns den Pokal nach Haus. Yeah, Blumentopf 2014, WM. Oh, was für eine Dramatik. Im Ernst, Jungs, ich pack's nicht. 90 Minuten lang, der Puls auf 180. Wieder nix mit einem Sieg im verflixten zweiten Spiel. Was ein witziger Gegner. Was ein hitziges Remis. Wo war da nur die Magie aus der Portugal-Partie? Ghana macht die Räume dicht und spielt nach vorne aggressiv. Oh Gott, was hat Montari da für einen Ball abgefeuert? Halbzeit. 0:0. Dann Manuel Neuer. Ey, es muss was passieren, sonst geht das Spiel noch verloren. Müller. Flank. Götze. Kopf. Götze. Knie. Götze. Tor. Wunderschön. So schnell kann der Fußball gehen. Yeah. Mustafi zu passiv. Ayu. Ah, nee. Ich werd verrückt. Ghana kämpft und drückt. Bringt der Schweinsteiger Schwung in unsere Elf zurück. Was macht Alarm, verdammt? Oh Mann, das macht mir Angst. Ah. Gian. 1-2. Ganz Ghana tanzt. Doch wir haben eine starke Bank mit einem alten Mann. Der schon lang das kann, was Ronaldo kann. Genau. Na also. Der Salto. Gerade noch rumgerissen. 20 Spiele, 15 Kisten. Ein Punkt erstritten. 4 Zähler im Sack. Es war noch nicht der große Wurf, aber nächstes Mal klappt's. Donnerstag. 18 Uhr. Gegen Klinsmanns Truppe. Ey, da holt ihr euch den Dreier und den Sieg in der Gruppe. Yeah. Es ist soweit, ey, wir rasten aus. Wir fiebern mit durch die Ups und Downs. Der Ball muss rein und die Arme rauf. Bitte, bitte bringt uns den Pokal nach Haus. Fußball-WM, Leute, was ein Traum. Wir gehen mit euch durch die Ups und Downs. Es ist Sommerzeit, tanzt sie aus. Bitte, bitte bringt uns den Pokal nach Haus. Deutschland, USA. Yeah, yeah. Whoa. Clean.
sind sie, unser Sommermärchen-Onkel, rührt für Fußball in Amerika die Werbetrommel. Yeah. Doch Yogi, unser Sommermärchen-Prinz, sorgt dafür, dass sie dort lieber wieder Baseball bringen. Also flat screen an der Wand. Sag uns, welches Team am Ende Samba tanzt. Komm schon, Özil im Mars, yeah, und Götze gibt Gas. Weg die Fußballnation aus dem Dornröschenschlaf. Wir wollen drei auf einen Streich sehen und Hummels fliegen. Und Jürgen Klinsmann toben wie das Rumpelstilzchen. Doch Achtung, denn die Soccerboys sind super drauf. Und German Jones haut schon mal eine Zauberkugel raus. Wir haben die Sterne auf der Flagge, wir auf unseren Trikots. Wir haben die Wolkenkratzer, doch wir sind eine Hausnummer zu groß. Und jetzt mal ehrlich, wär's nicht sommermärchenhaft? Recife Abpfiff, Gruppe G, erster Platz. Oh. Ihr habt es in der Hand, Jungs, alles ist drin. Auf Unentschieden spielen ist, glaube ich, gar nicht unser Ding. Aha, wie spricht man das aus? Gichon? Gichon? Es sei nicht egal, dieses Spiel wird gewonnen. Es ist soweit, ey, wir rasten aus. Wir fiebern mit durch die Ups und Downs. Der Ball muss rein und die Arme rauf. Bitte, bitte, bringt uns den Pokal nach Haus. Fußball-WM, Leute, was ein Traum. Wir gehen mit euch durch die Ups und Downs. Es ist Sommerzeit, tanzt sie aus. Bitte, bitte, bringt uns den Pokal nach Haus. Yeah, die Gruppenphase ist vorbei. Achtelfinale, wir kommen. Wow. Immer wenn es regnet, denke ich an Recife. An das schönste Tor, das Thomas Müller je erzielte. Nass bis auf die Haut, so standen sie da. Die Wasserschlacht war aus und sie kamen sich nah. Oh. Es war ein Spiel mit zwei Siegern, Yogi und Klinsmann. Yeah. Das Achtelfinale für beide in trockenen Tüchern. Oh. Und viele große Spieler hocken schon im Flieger. Heimgeschickt vom Überraschungsteam aus Costa Rica. Die Portugiesen sind gescheitert und Griechenland feiert. Und der Titelverteidiger kam schon wieder nicht weiter. Oh. Da wurde sich reingehängt und Spiele wieder rumgerissen. Oh. Da wurde gefightet, gebetet, yeah, und sich durchgebissen. Oh. Eine starke Gruppenphase von unserem Team. Erst geklärt, dann gekämpft, dann einfach runtergespielt. Doch jetzt startet das Turnier in die entscheidende Phase. Aha. Aber jetzt ist jedes Spiel so etwas wie ein kleines Finale. Also alles oder nichts im Algerien-Spiel. Und 1982 haben sie uns bisher nicht verziehen. Ihr habt das Zeug dazu, die Füchse in die Wüste zu schicken. Wir haben auf jeden Fall Großes vor. Und wir wollen drüber berichten. Yeah. Es ist soweit, ey, wir rasten aus. Wir fiebern mit durch die Ups und Downs. Der Ball muss rein und die Arme rauf. Bitte, bitte, bring uns den Pokal nach Haus. Fußball-WM, Leute, was ein Traum. Wir gehen mit euch durch die Ups und Downs. Es ist Sommerzeit, tanzt sie aus. Bitte, bitte, bringt uns den Pokal nach Haus. Yeah, Blumentopf, Viertelfinale Reportage. Yeah, yeah. Jogi Löw holt die Spieler aus der Eistonne. Nach einem Spiel, der spannender gar nicht sein konnte. Die erste Halbzeit war eine ganz schöne Folter. Ja, gerade so ins Viertelfinale gestolpert. Darf ich vorstellen, unser neuer Libero. Wenn's Lichterloh brennt, dann scheut er nicht das Risiko. Und darf ich vorstellen, Andreas Schürrle. Mit der Pille gegen Nervenstress und Magengeschwüre. Von Porto Alegre nach Rio. Was ne Traumreise. Das ist kein Karneval. Doch wolle mal sie rausschmeiße. Ja, mit Spielwitz. Taktik. Kampfgeist. Könnt ihr es packen? Schlag dir auf Frankreich. Yeah. Lass die Blöhe blaues Wunder erleben, um als erste Mannschaft in die nächste Runde zu gehen. Also Köp, Kick, Dresch, das Ding in die Maschen. Yeah. Wenn man das nicht tut, dann wird man es nicht schaffen. Yeah. Heute muss einer für den anderen rennen. Die Stürmer treffen und die Abwehr darf nicht pennen. Jeder Pass muss passen und der Rasen brennt. Ich hätte es nicht besser sagen können. Es ist soweit, ey, wir rasten aus. Wir fiebern mit durch die Ups und Downs. Der Ball muss rein und die Arme rauf. Bitte, bitte, bringt uns den Pokal nach Hause. Fußball-WM, Leute, was ein Traum. Wir gehen mit euch durch die Ups und Downs. Es ist Sommerzeit, tanzt sie aus. Bitte, bitte, bringt uns den Pokal nach Haus. Yeah. Oh. Wenn das ein Traum ist, dann weckt mich nicht auf. Hätte ich selbst nicht gesehen, Mann, ich hätt's nicht geglaubt. Unsere Elf wie im Rausch, ganz Brasilien weint. Deutschland, Seleção, 7-1. Ey, was war da los? Ein Match der Rekorde. Uns fehlen die Worte. So viele Tore, wo fangen wir an? Na, mit Tor Nummer 1, mit dem alles begann. Und dann Tor Nummer 2, Miroslav Klose. Ronaldo guckt zu und verliert seine Krone. Und nur zwei Minuten später, da klingelt schon wieder Toni Kroos. Zum ersten, dann bedient von Khedira. Zum zweiten, der schnelle Doppelpack von Toni Kroos. Besetzt brasilianische titelträumenden Todesstoß. Und dann Özil auf Khedira, wie in einem Trainingsspiel. Sorgen dafür, dass im Stadion manche Tränen fließt. Denn zur Halbzeit war das Spiel schon entschieden. Und mancher wäre wohl gerne in der Kabine geblieben. Fanherzen gebrochen wie der Wirbel ihres Superstars. Auch der gesperrte Abwehrchef wusste gut, das war. Und sorry, André, bei so einem Kantersieg wird sogar so ein Hammertor zur Randnotiz. Oh, Manuel Neuer, was ein krasser Typ. Ihr habt verdient, dass ihr im Finale spielt.
Es ist soweit, ey, wir rasten aus. Wir fiebern mit durch die Ups and Downs. Der Ball muss rein und die Arme rauf. Bitte, bitte, bringt uns den Pokal nach Hause. Fußball-WM, Leute, was ein Traum. Wir gehen mit euch durch die Ups and Downs. Es ist Sommerzeit, tanzt sie aus. Bitte, bitte, bringt uns den Pokal nach Hause. Und 20 Jahre Wartung, es hat sich gelohnt. Ja, ihr habt ihn geholt. Hey, Jungs, Gratulation. Ihr habt alles gegeben. Wir haben Daumen gedrückt. Ganz Fußball Deutschland taumelt im Glück. Oh, ich kann es nicht fassen. Nach den Panikattacken war es wirklich nötig, es so furchtbar spannend zu machen. Was da gerade geschah? Ein Finale nach Mars. Ein echtes Drama kann nah. Jeder warf sich rein, es war ein harter Fight. Und Kramer sah das vierte Sternchen schon in Halbzeit 1. Guck im Strafraum, ein uns bekanntes Flugobjekt. Hilfe des Aluminium statt Fußballfest. Diese Spannung, dieser Druck, den spürt auch der Trainer. Argentinien, ein würdiger, ebenbürtiger Gegner. Also ab in die Verlängerung, gebt nochmal Gas. Jetzt sind Kampfgeist und Nehmerqualitäten gefragt. Ey, da geht doch noch was. Schürrle bringt ihn von links, komm bitte, hau die Pille rein. Und drin ist das Ding. Der Mann, den ganz Deutschland knutschen möchte. Mario, du bist ein Fußballgötze. Wir haben's verdient. Es ist sowas von schön. Danke ans gesamte Team und Joachim Löw. Ihr seid endlich am Ziel. Wenn das mal kein Traum ist. Ganz Deutschland ist ein Wasser. Unglaublich. Es ist soweit, hey, wir rasten aus. Wir sind Weltmeister, was ein Traum. Das ganze Land ist im Fußballrausch. Denn unser Team kommt mit dem Pokal nach Haus. Es ist soweit, hey, wir rasten aus. Wir sind Weltmeister, was ein Traum. Das ganze Land ist im Fußballrausch. Denn unser Team kommt mit dem Pokal nach Haus. Der erste Weltmeister aus Europa auf südamerikanischem Boden heißt Deutschland.